Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Hi. Ich habe vom Jürgen erfahren, dass Sie eigentlich alles zu verkaufen haben gerade. Ja, genau. Haben Sie auch noch ein bisschen frisches Gras zu verkaufen? Frisches Gras? Jawohl. Ja. Wie viel hätten Sie denn da? Muss einmal kurz nachgucken. Ausreichend auf jeden Fall. 400.000. 400.000, okay. Ja. Was kosten da 10.000 Liter? 10.000 Liter kosten... Moment. $1,700. Okay, dann würde ich 10.000 Liter reservieren wollen. Ja. Dann müsste ich wissen, was Sie fürs Pflügen kriegen. Da habe ich noch nicht den Preis. Und dann würde ich gerne wissen, was ich fürs Düngen zahlen muss. Habe ich 1.100 Liter, 1.110 Liter gebraucht. Oh, 1.100. 1.100 machen wir 1.000. Die 100 sind geschenkt. Und 1.600. Okay. Gut. Dann rechnen Sie mal, ich fahre gerade zu Ihnen hoch. Ja. Rechnen Sie mal, was Sie noch für das Typ Flügen kriegen, bitte. Dass wir das gleich eben kriegen. Ja. Okay, gut. Danke. Jo. Tschö. Tschüss. Gut. Okay, was hat er jetzt gesagt? 1.400 für mich. Naja, weiß er nicht. Ich bringe jetzt mal den Düngestreuer hoch. Dann fahre ich wieder nach Hause. Ich glaube, dann fahre ich direkt mit dem Traktor nochmal hoch. Im Ladewagen. Oder ich lasse mir das liefern. Ich bin schon eine ganze Weile hier unterwegs. Kann ich danach eigentlich zum Hans einen Viehtransporter mieten? Mir Vieh kaufen? Das wäre besser. Dann lasse ich mir das Gras liefern. Ist eigentlich eine gute Idee. Krass, wie schnell ich das wieder vergessen habe, wie viel ich da zahlen muss. Ganz schön eng hier bei denen. Ach, ich stelle den einfach hier hin. Fertig. Was ist denn der jetzt? Was ist der da drüben? Ja. Hier auf.
Hallo. Hallo. Ist ja interessant, was der da macht, der Stromberger, gell? Tut so, als wäre Polizist und dann. Ach, hier stehen sie. Tut mir Hallo. leid, Herr Neumann. Tut mir leid. Aber haben Sie das gesehen, was der Stromberger gemacht hat? Ja, Hans-Peter durfte Nee. hinten draufstehen. Naja, das ist okay, der hat sich ja festgehoben. Aber der macht hier einfach mitten auf der Straße einen U-Turn ohne Richtungsanzeige. Fährt hier auf dem Gehweg ohne Richtungsanzeige. Also, dem gehört eigentlich mal ein Ja, Knöllchen. das werde ich Ihnen dann noch mal sagen. Das wäre sinnvoll. Herr Neumann, Ja. haben Sie gerechnet? Flug. Ja. Das ging 3. Jetzt fahren Sie da drüben ja immer noch mit dem. Ja, danach wird er abgelöst. Ah ja, okay. Warte, sind ja, 2. Warte, jetzt müssen noch die Steuern drauf. Rechnen Sie mal kurz, ich kläre mal kurz noch was mit Hans-Peter. Hans? Ja. Hans? Ja. Du, ich bräuchte noch einen Viehtransporter. Kann ich da einen bei dir mieten irgendwie? Kriegst du da einen zur Miete ran? Zur Miete kriege ich alle, ich krieg alles ran. Okay. So einen kleinen Joskin-Dinger. Aber erst nach dem Treffen, da komme ich dann gleich mit runter zu dir. Oh, warte mal, ich mache mal gerade die Rundumleuchte aus. Falsche Seite. Ja, hast dein Auto hier? Nee, ich nehme den Trecker dann. Ich Okay. musste gerade den Düngestreuer zurückbringen. Sonst kriege ich es zeitlich nicht hin. So, Ohne? jetzt. Es wäre eine Summe von 2.640 Euro. Okay, und 1400 vom Ding, oder? Vom Düngen. 1.400 für Dünger. Also Also. sind wir bei 4000. Ja. Kriegst du ein kleines Was? Trinkgeld. Danke. Gut, seid ihr gerade schon soweit? Dann könnten wir direkt hochdüsen. Ich bin Ich bin soweit, ja. bereit, ja. Gut, dann fahre ich auch mal hoch. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Fahr vor. Aua, Fahr vor. aua, aua. Der Herr Peter hat mich angefahren, Hilfe. Ich Was habe nichts lau gesehen. Hä? Ich habe auch nichts gesehen. Herr Was laufen Peter, denn? Sie. Was laufen Sie denn hinter mein Auto rumgebüxt? Ja, Dann fahre weil ich halt vor. Sie haben kein Rückwärtsfahrlicht. Doch, hab ich. Nein. Ich konnte es nicht sehen. Wie sind Sie blind? Und Sie alkoholkrank. Hans? Ja. Hast du irgendwie schon was für Themen? Nö. Na, dann bringe ja alles ich mit. Ja, warte mal. Ich schau mal gerade beim Hans, beim Sepp vorbei. Wir müssen eh hier lang. Na, ich hätte oben geparkt. Ach so. Weißt du eigentlich, wann der Sepp wieder aus dem Krankenhaus kommt? Das weiß ich nicht, der hat irgendeine schlimme Krankheit anscheinend. Ja, der war schon ewig nicht mehr da. Sein Hof sieht vergammelt aus. Das auf jeden Fall. So. Ey, wer ist Malon? Oh, der ist noch gar nicht.
Der hat noch Kopfhörer drin. Ja. Guten Tag. Ey Marlon, weißt du, wo ich die Hupe herkenne? Ja. Ich bin manchmal auf so Art Youngtimer treffen. Da hat ein Kollege hat auch die Hupe eingebaut. Drück nochmal drauf. Ha, geiles Teil. Ah, so. Meinen Sie, die Helga hat ein Bier? Bestimmt. Ja, wobei, wir sind im Dienst, gell? Dürfen wir da eigentlich? Ach. Das sieht ja keiner, oder? Sieht keiner. Hans, du leider nicht, gell? Du weißt. Nee, du dein bist in Entzug. Ich habe heute noch keins getrunken. Ja, Warum eben, na? Aber wenn du jetzt im Entzug nur wieder eins trinkst, ja, ich weiß nicht, wie schnell du da rückfällig wirst. Ich hol dir ein alkoholfreies. Ich gebe aus. Ja, hol ihm ein alkoholfreies. Ja. Danke. Danke. So, ich Jungs. Ich hätte ein Anliegen schon mal. Oh, dann schieß mal los. Der Lukas Müller hat mich eben noch angerufen. Ja, hat wieder von der Feuerwehr gelabert, oder? Nein, davon diesmal nicht. Von einem Kredit. Von einem Kredit? Okay. Ja. Yeah. Er würde einmal gerne wissen, wie die Zinsen bei 500 wären und bei 250. Wir reden also, von 1000, oder? Ja, 250.000. 250 Euro. 250 kann ich ihm schenken. Ich auch. Okay, was denkt ihr denn? Was haben wir denn für Zinsen? Ja, keine Ahnung, wie beim Händler. Also 1,2%, 20%. Ja, irgendwie muss die Stadt ja auch Plus machen, ne? Ja. Naja, ich denke 10% sind okay. Das wären bei 500.000, 50.000 Euro. Ja, das reicht locker. Ja. So, wer kommt denn da jetzt irgendwo raus? Das ist die Polente, was will denn die hier? Oh. Ja, okay, der fährt weiter hoffentlich. 10%? Ja, würde ich auch sagen. Aber also bei 250 wäre das denn das, was er zurückzahlen müsste, 275.000. Jo. Ist natürlich auch die Frage, für was braucht er den Kredit? Wenn er jetzt hier irgendwas Ökologisches macht, Biologisches, kriegt er ja auch natürlich wieder Subventionierung. Ja, also er hat erstmal nur nach einem Kredit gefragt. Dann kannst du mir ja mal sagen, 10%. Muss er schon planen. Jo. Okay. Gut.